Hallo Leute, der AC1005 hier mit Let's Play Gods of Ashes. Ja, das letzte Mal haben wir gedacht, wir haben einen Überfall erfolgreich begangen. Mussten dann leider feststellen, dass Mammut uns bei der Bratwurst verpfiffen hat. Und ja, die Bratwurst hat ihn sowie seine Nutte Sandy fertig gemacht. Und ja, Casper wurde mit dem Baseballschläger zusammengeschlagen. Und wir haben nur überlebt, da Maxim ja Getränke holen war und uns da glücklicherweise rausgeholt hat. So, wir sind jetzt im Krankenhaus und wollen mal gucken, wie es Casper so geht. Ich hoffe, das haut hin. Nun, ich bin gerade auf den Sprung und so weiter. Bitte nicht jetzt. Meine Kenntnisse vom Fach wird benötigt. Ich muss zu Casper. Vollkommen richtig. Okay. So, wo geht's jetzt? Wahrscheinlich da rein. Alter! Assi, ja. Voll Assi. Assi. Vergessen Sie, ich kaufe nichts. Gassen der Oststadt. Und dass Sie mir brav Ihr Gemüse essen. Okay, das ist alles mal wieder random. Na gut, also zu Casper. Hier rein. Sehr schön. Okay. Das scheint er nicht zu sein. Aber hier haben wir, ne? Kann ich auch zu dem Kerl da hinten nochmal hin? Ne, anscheinend nicht. Keine. Ah ja, hier triggert's das Event. Hey Casper, wie geht's dir? Naja, besser als gestern Abend. Ist Maxim okay? Mach dir um den Kleinen keine Sorgen. Was hat der Arzt gesagt? Ach, den Umständen entsprechend. Es ist gar nicht so schlimm. Hätte genauso gut im Rollstuhl sitzen oder im Koma liegen können. Hat was von einem schweren Schädel-Hirntrauma gefaselt. Die müssen mich noch einige Tage da behalten, um das Risiko einer Hirnblutung auszuschließen. Toll. Danach werde ich aber wieder in Ordnung sein, mit ein paar kleinen Einschränkungen. Eine bleibende Taubheit in der linken Gesichtshälfte und eine leichte Spastik im linken Oberschenkel. Ich hoffe, ihr lacht nicht, wenn ich in Zukunft vielleicht beim Essen einen absabbern könnte. Weißt du, es ist komisch. Seit dem Amoklauf ist das erste Mal, dass ich mich schäme. Tut mir leid. Tut mir so leid, Casper. Ich wollte nicht, dass das passiert. Wir werden alle sterben, wenn wir jetzt nicht aufhören, Stella. Wir leben. Es ist noch nicht zu spät. Ich sterbe eher, als dass ich ins Gefängnis gehe. Ich sagte dir, dass es kein Zurück gibt. Wir schaffen es. Ich schwöre es dir. Wir können es noch schaffen. Nur noch einmal. Wie lange können wir noch rennen, Stella? Wie lange? Gunther! Ich gehe besser. Werd wieder gesund, okay? Verdammt nochmal! Was habt ihr angestellt? Wieso liegt mein Sohn jetzt im Krankenhaus? Ich kann Ihnen nicht mehr sagen als Maxim. Lassen Sie mich in Ruhe. Das wird ein Nachspiel haben, das verspreche ich dir, Fräulein. Ja. Um Gottes Willen, was ist... Bist du in Ordnung, Junge? Ja, Papa. Hast du denn irgendwelche Schmerzen? Nein, Papa. Diese Gespräche. Erinnert mich an meinen Vater. Ja. Tage später. Unglaublicherweise. Hier ist der Plan. Wir schleichen uns in sein Anwesen und zwingen ihn, die Kohle rauszurücken. Unsinn, die warten doch nur auf uns. Außerdem sind es viel zu viele. Wer sollte uns später helfen, die Bullen? Tja, das ist der Clou. Uns zu kriegen hat Priorität. Bevor wir reingehen, melden wir ihnen einen Massaker. Findet in Dracos Residenz statt. Diese Gangster sind alle bewaffnet. Mit etwas Glück wird das ein reines Gemetzel zwischen denen und der Polizei. Und wenn sie sich ergeben? Dann wären sie echt schlauer, als ich ihnen zutraue. Das Chaos, das entsteht, muss eben reichen. Also schön. Rufen wir die Bullen. Nein, wir nicht. Das muss authentisch klingen. Alter Falter. Wär's zum Teufel. Ja, ich schwöre es Ihnen. Das ist die Hölle. Los, diese Amokläufer richten gerade ein Blutbad in Dracos Herrenhaus an. Beeilen Sie sich bitte, bevor Sie noch mehr Menschen umbringen. Okay. Ich hab gemacht, was ihr wolltet. Ich hab die Bullen angeschissen und euch verraten, wo ihr Draco finden könnt. Darf ich nun gehen? Klar darfst du. Gehen für immer. Vor die Hunde. Ey, Stella, ne? Es ist unglaublich, diese Frau. Hammermäßig. Okay. Ja, wir möchten noch nicht zur Dracos Villa,
Denn jetzt haben wir wieder Knarren. Jetzt hole ich erstmal das Ganze nach, zwecks Kisten holen etc. Das heißt, wir haben jetzt ja auch den blauen Schlüssel. Ich möchte mich jetzt nochmal überall umgucken in den Stadtteilen und noch die ganzen Kisten mitnehmen, auch in den Seitenstraßen. Wir haben das letzte Mal die Südstadt gemacht, das heißt, wir gucken uns jetzt die Nordstadt an. In der Südstadt gab es ja, soweit ich weiß, keine Kisten mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch blaue Kisten gab, da können wir auch nochmal kurz rumgucken. Ich meine, wenn wir eh schon jetzt dabei sind, das spielt keine große Rolle. Dann verbraten wir halt nochmal ein, maximal zwei Folgen mit Kisten holen und irgendwann werden wir ja hoffentlich den roten Schlüssel auch noch finden. Wobei es wesentlich weniger rote Truhen sind, das muss man auch immer mit dazu sagen. Supiduppi, dann schauen wir mal. Also, Nordstadt. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das Ganze wieder war. Ich bin schon wieder voll raus. Ah ja, hier geht es ja gleich mal los mit den Gassen. Also, wir preschen gleich mal voll rein. Wir haben Knarren und so weiter, uns kann niemand mehr was. Vor allem auch die schön starken Knarren, muss man immer mit sagen. Volle Schrotladung, das sollte es eigentlich gewesen sein. Ja, okay, der Dicke hat noch überlebt. Das ist aber kein Problem. Das war's. Sehr schön. Alter, mal wieder Blutbad. Wetterbretter, voll zerrissen. Schaut euch hier dieses Blutbad an. Ein Rüstungsteil, 650 Mark. Hä, das ist ja übel. Das ist ja so richtig übel. Aber ich kann aus irgendwelchen Gründen nicht nachladen. Okay. 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 Die machen uns prinzipiell erstmal nix. Aber warum konnte ich jetzt nicht nachladen? Das ist doch scheiße. Das ist richtig scheiße. Naja, gut. Okay. Auch nicht so schlimm. Dann halt mal eine Nachladerunde. Kann ich auch nichts machen. Ist so. Aber das ist, finde ich, auch schön, dass die uns erst was machen wollen, wenn wir die Kiste ansprechen. Vorher sind sie ganz ruhig und gemütlich und erst dann geht's los. Okay, 650 Mark und eine Blendgranate. Und der steht hier so und den interessiert das Ganze wohl nicht, oder wie? Hey, hast du mir eine Kippe? Nö. Oh, ich bin so geil, ein Fuffi und ich mach's dir, solange du willst. Ja, der bietet mal wieder geilen Scheiß an. Das lassen wir erstmal. Da oben sind noch ein paar Typen. Okay. So, Sperrfeuer, Semi-Automatik, einmal nachladen. Das Übliche halt, man kennt es mittlerweile ja schon. Und einmal volle Schrotladung, das war's. Sehr schön. 53 Mark, zwei Handgranaten. So, so, so. Okay. Und hier ist es wieder ganz ruhig und schön. Unglaublich. Naja, so ist das. In den Gassen. Okay. Also. Okay, da oben haben wir noch eine Truhe. Mal gucken, wie ich da rankomme. Da kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr rein. Doch, da kann ich wieder rein ins Irish Pub. Okay. Aber hier haben wir eigentlich weiter nichts mehr zu erledigen, ne? Ich wüsste zumindest nicht. Nö. Das sieht nicht so aus. Aber ich finde es schön, Red Cube, dass man da auch noch mit rein kann. Dass sich das nicht für immer erledigt hat, sozusagen. Okay, da kommen wir wieder in die Gassen. Pizzeria, nein. Alter, das Blut. Okay. So, da ist auch noch eine Kiste. Okay, da oben scheint es nochmal rein. Okay. Wir machen mal ein Save. Aber warum zum Teufel kann ich nicht nachladen? Das ist doch verschissen. Hey, da ist wieder eine Nutte dabei. Unglaublich. Und das in der Nordstadt. Wir sind doch gar nicht in der Oststadt. Was ist hier nur los? Tja, wir müssen mal nachladen. Das hilft nichts. Ich könnte ja, wenn ich will, jetzt mal eine Handgranate reinwerfen. Aber wir probieren es mal so, würde ich fast sagen. Halt, stopp. So, nochmal volle Schrotladung. Und das Ganze hat sich erledigt. Sehr schön. Tot, tot, tot. Ein Rüstungsteil, drei Handgranaten. Alter, geht's hier ab. 150 Mark. Entschuldigen Sie, ich wüsste nicht, dass wir uns kennen. Ne, ich denke auch nicht, aber es macht nichts. So. Also, dass wir nicht nachladen können, das ist etwas komisch außerhalb vom Kampf.
Aber gut, will ich jetzt mal nichts zu sagen. Ist halt so. Vielleicht irgendein Scripting-Problem oder so. Ist ja auch egal. So, halt, stopp, Mensch. So, das war's. Nein, nicht. Okay, der hält aber viel aus, Mensch. Durchschuss. Volltreffer. Das war's. Sehr schön. Zweimal Adrenalin, eine Blendgranate. Blibbleble. Blibbleble, blibbleble, blend. Hey, erstmal eine Kippe. Ne. So, weiter geht's. Okay. Halt, stopp. So, eine Nachladerunde erstmal kurz. Oh, Casper ist schon wieder voll am Arsch. Bams, das war's. $350, zweimal Adrenalin. Hey, da oben sind wieder ein Haufen Typen. Schauen wir mal. Ui, da sind auch nochmal welche. Ich habe kein gutes Gefühl. Hey, aber da oben ist eine blaue Truhe. Sehr schön. Also, lassen wir uns mal voll überraschen und so. So, nachladen. Bam. Ey, die halten ja voll viel aus, unglaublich. Naja. Das sollte es gewesen sein. Sehr schön. Ein Panzerbrecher, eine Handgranate. Okay. So, mal hier noch so. Nix. Auch kein Mapping-Problem, das soll so sein. Ja, es gibt in den Gassen doch noch ganz schön viel abzuräumen, möchte ich mal so sagen. Also es ist an sich echt nicht schlecht, dass wir das hier noch mitmachen, denke ich jetzt. Vor allem für den Kampf dann gegen Draco, da wird doch wahrscheinlich ganz schön was los sein. Könnte ich mir so vorstellen zumindest. Deswegen denke ich, dass das nicht allzu schlecht ist. So, ich würde sagen, wir legen den jetzt mal mit der Magnum um. Einfach so, weil ich Lust drauf habe. 3000 Schaden. What the hell? Sehr schön. Auch hier noch eine Kiste. 650 Mark und zwei Handgranaten erhalten. Supiduppi. Ja, nachdem wir jetzt hier ein fröhliches Gemetzel angerichtet haben, können wir uns wieder verkrümeln. Und der Bulle steht einfach nur da. Oh, ich hab nix gesehen. Meine Fresse, du. Ich sag's euch, ich sag's euch. Unglaublich. Ja. Hier war ja dann weiter nix. Dann gehen wir den Abkürzung durch die Gassen. Denke ich fast mal. So, es gab doch jetzt aber im unteren Teil noch was. Zum Bad zwar hier. Da können wir nichts machen. Ja, ja, ja. Da ist nix, da ist auch nix. Hey, eine blaue, eine Handgranate und ein Molotow-Cocktail. Sehr schön, sehr schön. Da kommen wir nicht rein, da ist auch nix weiter. Nö, schaut doch an sich ganz gut aus. Typis. Nö, das müsste soweit gewesen sein, eigentlich in der Nordstadt. Würde ich jetzt mal so behaupten. Na, wunderprächtig, wunderprächtig. Dann schauen wir nochmal weiter. Wir müssen jetzt ja dann wieder in die Oststadt, das heißt, wir gehen jetzt mal nochmal in die Weststadt. Schauen wir mal, was da los war. Hey, eine blaue. Ein Rüstungsteil. Sehr schön. Soll ich nochmal alles mit abgreifen? Wahrscheinlich können wir nicht nachladen, weil Stella jetzt hier ihren... Also die Jungs und Mädels ihre, ja, Maske nicht aufhaben. Also, ich will es jetzt nicht mit Sicherheit behaupten, dass das der Grund ist, aber es könnte natürlich sein.
dass man nur nachladen kann, wenn man auch im Art, sag ich jetzt mal, Kampfmodus ist. Wir sind ja hier noch immer noch auf Echtzeit. Ich habe kein einziges Mal bis jetzt auf Warten umgeschalten. Es muss eigentlich auch nicht, es geht so. Also das ist schon so gut schaffbar. Es soll angeblich auch ohne die Rüstungsteile schaffbar sein. Aber ich bin ganz ehrlich, ich finde es ein Schwachsinn, wenn es die Rüstungsteile gibt, warum soll man die nicht einsetzen? Also Red Cube hat sich ja da auch was dabei gedacht. Man soll ein bisschen stärker werden. Und ich denke, da es die gibt, werden wir die auch mit verwenden. Ist doch ganz klar. Gut, also hier war ja eh nur das Bullenrevier. Da gab es eh nichts Interessantes weiter, glaube ich. Mann, da können wir sowieso nicht rein. Nein. Das ist für uns total uninteressant. Hier ist weiter nichts. Okay. Also, dann haben wir das hier soweit schon mal. Da unten war jetzt der Park. Da ist die U-Bahn. Dann gehen wir nochmal in den rechten Bereich hier. Da müsste ja dann unsere Schule gewesen sein. Oder ist noch. Aber ich glaube, da brauchen wir uns nie wieder blicken lassen. Könnte ich mir jetzt so vorstellen, dass sich das mehr oder weniger wahrscheinlich erledigt hat. Jo. Okay. Da haben wir mal wieder den Glitch. So, Hotline. Okay, schaue ich nochmal hier durch. Nein. Auch hier nichts. Okay, da kommen wir nur wieder da oben raus. Na, Alter, geh weiter. Nope. Ich glaube, dass wir hier soweit alles haben müssten. Da war jetzt hier das Krankenhaus. Da brauchen wir eigentlich soweit auch nichts mehr. Ich überlege jetzt bloß gerade, schauen wir mal kurz auf die Ausrüstung. Schmerzmittel, Medikit, Adrenalin, Druckverband. Wir könnten vielleicht nochmal wirklich ein bisschen Schmerzmittel einkaufen. Ich denke, dass das nie verkehrt ist. Vor allem ist es nicht so teuer. Da kaufen wir mal 3 Stück. Medikit, Adrenalin. Man, da könnten wir auch nochmal aufstocken vielleicht. Arztkoffer. Wisst ihr was, ich kaufe mal 2 Stück. Man weiß nie so genau, für was man es braucht und ich glaube, dass wir geldtechnisch sowieso nicht mehr wahnsinnig viel brauchen werden. Sage ich jetzt einfach mal. Deswegen packen wir das Ganze ein. Okay, soweit die Weststadt eigentlich auch abgeschlossen. Nichts weiter Interessantes. Wir gucken jetzt nochmal ganz kurz in die Südstadt. Und dann denke ich, war es das auch schon wieder für diese Folge. Dann werden wir uns beim nächsten Mal die Oststadt angucken. Da geht es ja dann auch sowieso weiter. Und naja, dann lassen wir uns mal voll überraschen, wo Dracos Anwesen ist. Und ja, ob wir da nochmal richtig reinbrezen werden sozusagen. Und wie und was und wo. So, da haben wir gleich nochmal eine Handgranate, eine Blendgranate. Der Typ hat ja wahrscheinlich eh nichts mehr, kommt in einem Monat nochmal. Werden wir nicht machen, weil wir da wahrscheinlich dann eh schon alles erledigt haben. Könnte ich mir vorstellen. Soweit. Also. Wir gehen... Da war eine rote, genau. Es sind auch rote Truhen wesentlich weniger. Also das, ja, da grasen wir dann später nochmal alles ab, wenn wir den roten Schlüssel haben. Und ich denke, dass das relativ zügig alles vonstatten gehen wird. Denn, wie gesagt, da haben wir nicht mehr wahnsinnig viel. So, hier der Stella gewohnt. Da kommen wir sowieso nicht mehr rein. Genau, da unten, das war ja die Geschichte. Na, gehst du weg, Alte. Da konnten wir, glaube ich, eh noch nichts machen. Genau, da drüben die Truhe. Die hatten wir geöffnet. Sehr schön. Okay. So, dann das hier. Die ist geöffnet, die ist geöffnet. Ich denke, wir haben fast alles mitgenommen. Soweit. Also in der Oststadt könnte es jetzt noch einiges geben. Das könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen, dass wir da noch etliches zu holen haben. Denn da habe ich mich noch gar nicht genau umgeschaut. War bis jetzt auch nicht vonnöten. Aber ich denke, dass wir das auf jeden Fall noch mitnehmen, die ganze Sache. So, dann schauen wir hier mal in den oberen Bereich. Gehen wir hier rüber. Genau. Hier war ja der Kinderspielplatz dann. Genau, Babram. Hier waren die Typen. Hier war das Zeug. Nee, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Würde ich fast behaupten. Wirklich gut.
Mal hier nochmal gucken. Ne, da ist nichts. So, da drüben müsste ja dann Caspers Haus gewesen sein. Genau. Ne, das ist die Villa der Bratva, wo Gunther die Observation durchgeführt hat. Genau. Genau, genau, genau. Sehr schön. Auch hier ist weiter nichts. Unten war eh nichts. Na wunderbar. Dann machen wir uns auf zur U-Bahn. Und ja, werden uns dann in die Oststadt begeben. Denke ich. Auf jeden Fall. Und werden es da mal krachen lassen, beziehungsweise das Gebiet hier drüben haben wir noch. Hier wohnt, hier wohnt. Maxim hat hier gewohnt. Richtig, richtig, richtig. Okay. Ja, rote Truhen, denke ich, haben wir bis jetzt auch nur zwei Stück. In manchen Gebäuden waren noch welche, aber gut. Naja. Wir werden es erleben, wie es immer so schön heißt. Also, auf in die Oststadt. Gar nicht mehr lange rumgefackelt. Und ja, dann ist wieder viel passiert in der Folge, beziehungsweise, naja, wir haben ein paar Gangs in den Gassen abgeknallt, haben noch ein bisschen Zeug gelootet. Das ist nie verkehrt. Haben uns ein bisschen eingedeckt. Für eventuell das große Finale, ich weiß es nicht, das werden wir sehen. Aber es hört sich schon alles ziemlich final an. Ich meine, es sind ja alle Bekannten eigentlich gestorben. Hier ist noch eine rote. Und ja, dann schauen wir uns das nächste Mal in der Oststadt um. Ich bin der AC105 und freue mich, wenn es beim nächsten Mal weitergeht mit Gods of Ashes. Bis dann und ciao, ciao.